Hallo und herzlich willkommen zum Telecolic Bowie. Hat man gar nicht gemerkt, dass ich nochmal angefangen habe. Ne? Zum Telecolic Bowie. Heute geht es, also erstmal, das ist Frederik Kormuth. Frederik Kormuth, Hennes Bender. Und wir reden natürlich wie immer beim Telecolic Bowie über David Bowie. Hier ist mal eine LP, ein Moment im Werk. Eigentlich reden wir immer eigentlich nur über Alben. Ja. Oder so? Oder erstmal Alben, im weitesten Sinne. Da kommen auch noch Filme und so, alles Mögliche. Aber es geht eigentlich darum, euch ein bisschen auch an die Alben ranzuführen und zu sagen, was erwartet euch jetzt? Und wir scheißen natürlich unheimlich klug, weil wir sind Bowie-Nerds. So, heute? Wir reden von einem Album, das unter Kennern und Fachleuten als eins der besten Alben gilt. Ich sag mal, es ist wahrscheinlich sogar das Beste. Also ich würde sagen, 10 von 10 Punkten, Podcast fertig, wir gehen nach Hause. Es handelt sich um diesen Klopper hier. War nicht immer so dick, das war nicht immer so dick. Zugenommen es über geht, die Jahre. Es geht um Station to Station. Eigentlich ein Übergangsalbum zwischen Young Americans und Low, also zwischen seiner Plastic Soul Phase und zwischen der Hingabe zur elektronischen Musik in Berlin und in Deutschland und überhaupt. So, das Ding ist das Boxset, was vor ein paar Jahren erschienen ist. Ich glaube 2006, zum 30 Jahren Training. Ich mach mal auf. Es ist eine ganze Kiste. Kann man heute im Netz gucken, was die kostet, kann man nicht mehr bezahlen. Ich habe es selber. Aber es gibt es, also ich weiß es von diesem Apple Music oder Spotify oder sowas, gibt es das glaube ich auch. Also anhören kann man sich das alles auch ganz gut so. Genau. So, Weihnachten ein bisschen. Das ist ein bisschen Weihnachten. So, hier ist die. Das ist sowohl die LP ist drin, also das Vinyl ist drin. Dann ist noch drin erstmal der digitale Analogmaster. Dann kommt der 85. Das Remaster vom 85. 1985. Dann kommt, was ist das? Das ist die. Noch ein. Das ist der Surround Mix und das ist die Station to Station Singles. Das sind die Singles. Ja, kann man mal drüber reden, ob man die wirklich braucht. Kürzere Version. Das Schöne ist an der Box, wenn man hier reinguckt. Hast du gleich noch einen Proberaum für deine Band? Nein, das ist genau das, was vorne auch drauf ist. Also es ist angelehnt an, das ist natürlich ein Bild aus Der Mann, der vom Himmel fiel, wo er in diesen Raum kommt. Ich weiß nicht, ist es der Tonraum oder welcher Raum das ist? Genau. So genau kann ich mir nicht erinnern. Ja, genau. Auf jeden Fall ist dieses Verpackungsmaterial, dieser Füllstoff quasi da auch angelehnt. Möchtest du jetzt erstmal die Box durchgehen? Oder? Reden wir über das Album. Jetzt, wo ich es jetzt hier habe, können wir über das Album reden. Weil das ist ja schon bezeichnend. Vorne drauf ist ein Filmfoto aus dem Film The Man Who Fell to Earth. Das ist, Bowie kam aus den Dreharbeiten, ziemlich fertig wohl. Und war auch noch ziemlich in Character, glaube ich. Das war sein Gefühl, auch als Außerirdischer auf der Erde gelandet zu sein. Das war, glaube ich, nie größer als zu dieser Zeit. Er war dann in L.A., und es ging ihm körperlich nicht gut. Seelisch auch nicht gut. Es war die, also drogenmäßig, glaube ich, die schlimmste Zeit. Gerüchteweise hat er sich damals bis unter die Hutkante saß. Sich nur von Kokain, Milch und Paprika, glaube ich, ernährt. Also der war echt durch. Hört man das dieser Platte den an? Und das Verrückte ist, und ich finde, ehrlich gesagt, wenn ich Dealer wäre, würde ich ja jubeln, weil das zeigt, offensichtlich ist es Bowie gelungen, unter Einfluss von Kokain sein Meisterwerk abzuliefern und auf den Punkt zu kommen. Diese Platte ist so fokussiert, dass ich als Drogenbeauftragter die Hände über den Kopf zusammenschlage und sage, wie könnt ihr denn den Kindern diese Geschichte erzählen, dass der so ein Ding da geliefert hat in dem Zustand. Irgendwie ist es ihm gelungen. Ich glaube, er hat später dann gebüßt. Man kann aber auch sagen, es sind nicht die Nebeneffekte des Kokains. Nee. Ich glaube, dass es Liebe war. Ja, aber diese Platte ist deswegen ein Meisterwerk, weil sie auch auf den Punkt ist. Die ist auf den Punkt. Die Platte ist nämlich 36 Minuten lang. Lieder? Bitte, 6 Lieder in 36 Minuten? Dafür brauche ich mir doch keine Platte. Doch, mach das. Das ist keine Sekunde zu viel hier drauf. Auf den Punkt. Sie ist auch unerhört. Irgendwie klingt sie anders als Platten, die es davor gab. Nicht nur bei Bowie. Ich finde, das ist irgendwie, steht so für sich. Und er bezieht sich in der Platte auch gar nicht so oft auf sich selbst, was er vorher gemacht hat. Er steht so wie so ein Monolith für sich selbst. Ja. Und ist dabei noch stimmig. Fangen wir an mit dem ersten. Also zuerst wurde das Lied Golden Years veröffentlicht als Single, lange bevor die Platte rauskam. Das Lied
dass er angeblich mit Elvis im Kopf komponiert hat. Er sollte das Lied... Das ist aber eine Krankheit mit Elvis im Kopf. Mit Elvis im Kopf, er hat das Lied wohl auch Elvis geschickt und hat gesagt, ja, das wäre eigentlich... Man kann sich, wenn man sich Golden Years anhört, Entschuldigung, kann man sich vorstellen, dass Elvis das hätte singen können. Man kann sich eine schlimme Elvis-Version davon vorstellen. Ja. Es gibt im Netz Komiker, die machen das nach. Also, das wird dann Elvis. Das ist, Golden Years ist so... Lied, da merkt man noch, er kommt gerade aus der Young Americans Phase. Er hat wieder zu seiner eigenen Stimme gefunden, hat nicht mehr diese Soul-Stimme. Sie ist noch so ein bisschen da, aber er ist schon wieder mehr bei sich selbst. Und er ist auch gesanglich auf dieser Platte sowas von auf der Höhe seines Könnens. Trotz dieses Scheiß-Kokains, ich frage mich nicht, ich verstehe das alles nicht, aber ich stelle mir mal vor, dass sie ihn da reingetragen haben und dann hat er gesungen und danach haben sie wieder rausgetragen, aber das, was angeblich, er während des Singens gemacht hat, war großartig. Angeblich konnte er sich auch nicht mehr dran erinnern. Stimmt, er hat gesagt, er kann sich ja nichts mehr erinnern. Er war wohl da. Außer, dass es in L.A. aufgenommen worden ist, weil es auf der Platte steht. Aber da ist der Mann so bei Stimme. Unglaublich. Ja, Golden Years war die Single, auch ein Hit, welcher auch oft live gespielt worden ist, später auch immer noch Serious Moonlight Tour und auch später auch dann noch. Geht um die Folgen des Erfolgs, dass der schnell rumgeht, dann kommst du an falsche Berater und... Ein bisschen noch in Nachwehen von Fame noch. Ja, es ist so die Fortsetzung von Fame eigentlich. Ja. Das ist die Golden Years. Nee, das ist die TV-715. Falsch. Fangen wir aber mit dem ersten Track an, mit dem Titelsong Station to Station. Da müssen wir anfangen. Da kann man natürlich jetzt wirklich tagelang drüber referieren. Das ist, wie ich sagen, wie viel Zeit haben wir noch? Das ist Prog-Rock, würde ich sagen. Da ist sehr viel. Prog-Rock bedeutet für mich, Musik aus verschiedenen Teilen sehr anspruchsvoll zu machen. Es sind 4 oder 5 Teile, die aus diesem Lied bestehen. Genau wie Bohemian Rhapsody waren es, glaube ich, mehrere Lieder, die zusammengeschustert worden sind. Bohemian Rhapsody oder wie ganz am Schluss übrigens auch bei Black Star. Ein Album, das nicht 6 Lieder, sondern 7 Lieder enthält. Das erste Lied dauert auch fast 10 Minuten und hat auch die A-B-A-Struktur. Wenn es eine Schwesterplatte zu Black Star gibt, dann ist es die hier. Ja, also die große Schwester. Die große Schwester, genau. Und Station to Station fängt an mit einem Zug von irgendeiner Geräuschplatte, verfremdet. Dann kommt Earl Slick rein. Earl Slick, den er mitgenommen hat von der... Und der macht die Dampflok auf seiner Gitarre. Er macht die Dampflok und die macht super abgefahrene Sounds mit viel Feedback, mit viel Rückkopplung. Dann steigt der Bass ein. Es dauert ewig. Es nimmt sich Zeit. Es dauert ewig. Es ist hypnotisch, genau, ohne hypnotisch, Ende. Und dann setzt der Gesang ein. Ja. Here am I. Es beginnt mit dem Satz The Return of the Thin White Duke Throwing Darts. So nannte man dann auch diese Figur, in Anführungszeichen, die er damals war, der Thin White Duke. Der dünne weiße Duke. Ja, genau. Dünn, ne? Wegen dünn, der Ernährungsgewohnheiten. Weiß. Und auch weiß, wegen der Herkunft. Ja. Und ja, um was geht's da? Man muss, glaube ich, das Kabbalah gelesen haben, um es komplett zu verstehen, habe ich mal gelesen. Ja, also Bowie hatte da diese Extremphase, wo er nur mystische, magische, sonst was für obskure, esoterische Bücher gelesen hat. Alistair und er war von vorne bis hinten auf Koks. Und das ist ja so, das kann ich ja mal aus meinem Erfahrungsschatz, wenn du vorne auf Koks bist und zu viele Bücher liest, kommt sowas da. Ein paar Neuer ist drin. Ja. Und was mache ich? Wir haben das bei der Besprechung von dem Hunky Dory Album ja gesagt, da geht es das Lied Quicksand. Ja. Und das beschreibt, wie es ist, wenn man in solchen Gedankengebäuden verloren geht. Ja. Und da war er verloren gegangen drin. Und der Liedtext besteht aus lauter Anspielungen, Querverweisen auf diesen ganzen Kosmos an esoterischem bis hin zu satanistischem Kontext. Und die ersten Zeilen, abgesehen von The Return of the, sind auch irgendwie Here I Am, irgendwie in my room overlooking the ocean. Also da ist jemand in seinem Raum, alleine, einsam im Raum eingesperrt und hat das Gefühl, die Ozeane überblicken zu können. Da geht es um nichts Reales. Da ist jemand alleine, sitzt in einem Zug, aber eigentlich erzählt er, dass er alleine in einem Zimmer ist. Das weist schon so ein bisschen auf Sound and Vision auch hin. Ja, genau. Es gibt auf der Rückseite der CD dieses berühmte Bild, mittlerweile sehr berühmte Bild, wo Bowie dann ein T-Shirt anhat. Das T-Shirt gar nicht so unähnlich ist, mit so Streifen drauf und er sitzt auf dem Boden und malt etwas auf Papier. Ich glaube, den Baum, den Kabbalah-mäßigen Baum. Der ja von oben nach unten. Und
das ist, darf man nicht vergessen, da geht es um irgendwelche Entwicklungsstufen, die man als Mensch oder als spirituelles Wesen durchläuft. Und die sind von, das kommt ja im Lied drin vor, von Cather to Melkar. Das sind ja diese absurden Zeilen, die man ewig nicht versteht. Ich weiß auch gar nicht, wie diese beiden Stationen auf Deutsch ausgesprochen werden. Also Cather und Melku, keine Ahnung. Das sind, glaube ich, die Station von Jesus zum Kreuzweg, ne? Ja, und das ist in dem Fall auf den Kopf gedreht. Das ist umgedreht. Das ist eigentlich fast schon schwarze Magie. Ah, ja. Das ist von der höchsten Stufe nach unten gefallen. Ah, er malt auch auf diesem Foto diesen Tree of Life, dieses Kabel des Jeans, auf den Kopf drehen. Das ist fast wie wenn du als Christ das Kreuz umdrehst. Das Don't look at the carpet, I drew something off on it. Genau, aber das ist, da ist man bei diesen ganzen Magiern wie diesem Aleister Crowley und sowas, da geht es um diese ganze Geschichte. Und diese Entwicklung, das geht ja über mehrere Stufen von Cather to Melkar eigentlich in diesem Tree of Life. Das ist ja auch die Entwicklung, die ist auch von Station to Station eigentlich. Da haben wir schon eine Bedeutung dieses Titels. Abgesehen natürlich davon, dass ein Zug auch sich von Station zu Station bewegt. Bowie war in dieser Zeit auch so paranoid, dass er oft auf Tour nur mit Zug im gefahren Zug gefahren ist. Das ist ein Bild, das also auch ganz konkret mit ihm zu tun hatte. Und es geht um diese Kabbala-Sache. Jetzt müssen alle Kabbala-Experten schreibt uns als Erkenntnis das. Er war so drauf. Dann kommt wird die Zugfahrt beendet mit dem Teil Once there were mountains and mountains and was. Und das ist dann quasi so, ja, habe ich immer so als Befreiung interpretiert. So von ihm jetzt es ist zu spät, das wird wie ein Mantra immer wiederholt, it's too late to be grateful, es ist zu spät, um dankbar zu sein, es ist zu spät, um wieder zu spät zu sein. Canon ist hier, also der europäische Kanon. Das heißt aber auch quasi, die Geisteswissenschaft und die Literatur Europas ist hier. Bowie war Europäer, lebt jetzt in L.A. Ja. Also es geht um ganz viel, und zwar so, dass man das nicht verstehen kann. So wie, Bowie eigentlich am liebsten würde. Wir lieben ihn so. Genau, wir lieben ihn als Rätsel, als Mysterium. Ja. Wir lieben Ricochet, wir lieben Black Star, wir lieben Station. Er selbst hat ja mal auch gesagt, dass diese Platte wohl unglaublich nah an dem sein muss, was man ein magisches Ritual nennen würde. Ja, ja. Das heißt, diese ganzen esoterischen Geschichten darf man nicht unterschätzen, die da auch drin vorkommen. Und es gibt ja sogar Leute, wenn man das bei YouTube mal guckt, es gibt ja alle möglichen Verschwörungstheorien. Und es gibt Leute, die machen sich stundenlang die Mühe nachzuweisen, dass David Bowie ein Satanist ist und dass dieses ganze Album eine satanistische, dämonenbeschwörende Messe ist. Das können die ganzen auch genau nachbeweisen. Die beweisen das sogar dann bis hin zu Black Star. Das ist aber, Verschwörungstheorie. Ich finde nur, dass dieses ganze... Das sind alternative Fakten. Das steckt alles drin. Bowie spielt mit Kontexten. Ja. Genau. Und wenn jemand virtuos ist mit Kontexten spielen und dann noch voll auf Droge, kommt natürlich was heraus, was schwer zu durchschauen sein wird. Und das ist es. Gleichzeitig eben auf eine faszinierende Art. Und das sind die Momente, wo Sex, Drugs und Rock'n'Roll zusammenkommen und einfach was machen, was es vorher noch nicht gab. Und sowas wie Station to Station gab es vorher noch nicht. Es gab schon sowas wie Prog Rock, King Crimson, in the Hall of the Crimson King, sowas. Aber sowas... Auch mit dieser, er hat ja diese Persönlichkeit, dieses ganze Station to Station in seiner Persönlichkeit, in seiner Bühnenkunstfigur, Thin White Duke, gebündelt. Thin White Duke war schwarz-weiß, der hatte dieses schwarz-weißes Hemd, schwarzen Anzug an. Ja. Die ganze Bühnenshow war nur schwarz-weiß. Bitte, ein paar Jährchen vorher, Glamrock, da waren ja alle Farben der Welt und noch ein paar mehr auf der Bühne. Und jetzt ganz das Gegenteil. Ja? Das war auch dieses Konzert, diese Tournee, die er mit Schwarz-Weiß-Einspielern, mit surrealen Film von Buñuel, mit Ausschnitten aus diesem analytischen Hund, genau. Wo dann irgendwie so eine Rasierklinge in ein Auge aufschneidet und das ist sehr verstörend alles. Ja. Und ich glaube, allein dadurch, dass die Zuschauer in den ersten Minuten diese verstörenden Bilder gesehen haben, haben sie sich dann schon gefühlt wie Bowie beim Schreiben des Albums und dann lief das, glaube ich, gut zusammen für den Rest des Konzertes. Also auch ein Live-Knaller einfach. Ja. Die Version auf der Stage ist super, er hat es auf der Dingstour gemacht auf der Serious Moonlight, der Song Vision hat das gemacht und später glaube ich auch nochmal. Ja. Ist natürlich also sehr, ein sehr verrücktes Lied, Lied, aber ein großes Lied. Großartiges Lied. Ja. Golden Years haben wir drüber gesprochen. Ja. Word on Wing ist entstanden während der Dreharbeiten zu Der Mann, der vom Himmel fiel. Er soll ja angeblich den Soundtrack auch geschrieben haben. Es gab da Vertragsprobleme. Er soll ein paar Sachen geschrieben haben für den Soundtrack. Zwei davon sind wohl auf der Low gelandet, reden wir darüber. Wenn wir ganz kurz, Der Mann, der vom Himmel fiel, ist ja auch so eine Verkehrung wie dieses From Cather to Melkar. Genau. Also wenn jemand quasi als außerirdischer Genius auf die Erde stürzt und zum Mensch
verkommt. Das ist ja auch diese Geschichte, ja, die da mit drin steckt. Das ist genau dieses Ganze, was ihn da beschäftigt hat. Das ist die Platte zum Film, ja, kann man sagen. Das ist die Platte, also nicht der inoffizielle Soundtrack, sondern das ist einfach... Und Word on the Wing ist eben mal wieder ein... Das ist ein Gebet. Das hat er dann wirklich während der Dreharbeiten geschrieben und das ist ein ganz, ganz offensichtliches christliches Gebet. Ja. Und nicht mein Lieblingslied. Ich versuche dir gerecht zu werden. Ja. Und es ist, er hat später gesagt, dass, oder es gibt auch die Theorie, dass dieses Lied wie so eine Art Talisman ist. Weil ja, er gerade so mental, gedanklich und auch spirituell in der Scheiße stand. Ja. Von allen möglichen Okkulten bis sonst was, Verfolgungswahn und Paranoia, hat ihm das gut getan, so ein Talisman-Lied zu beizubringen. Ein reines, schönes. Ja, ist nicht mein Lieblingslied, Gebet. Aber irgendwie müssen 36 Minuten davon. Natürlich auch dein Lieblingslied, weil es auf dieser Platte drauf ist und da natürlich kein bisschen rausfällt. Das stimmt, und weil es natürlich zum Stein erweichen toll gesungen ist. Ja, finde ich. Gut, das stimmt, ja. Ja. Ja, aber so singt keiner. Wenn das ich auf ein Lied verzichten könnte auf der Platte, ja, ist es. Gott, welch Frevel. Also, das skippe ich. Ich rücke ab. bleib im Bild, bitte. TVC 15. Das nächste Lied, das auch von Der Mann, der vom Himmel fiel, inspiriert worden ist. Da dachte ich früher immer, ich könnte darauf verzichten. Mittlerweile auf keinen Fall. Ja, das ist ein Lied. Es gibt ja die Szene, wo Thomas Jerome Newton in diesem Friseursessel sitzt und mehrere Fernseher übereinander gestapelt und alle möglichen Programme gleichzeitig guckt. Ein Motiv, was später auch nochmal, glaube ich, bei DJ nochmal auftaucht, in dem Video zu DJ, was in der Ausstellung David Bowie ist, auftauchte. Es gab eine ganze Fernsehwand, wie man sie eigentlich aus jedem Fernsehgeschäft auch kennt, aber da konnte man dann halt je nachdem, wo man hinguckte, mit dem Kopfhörer gerade das entsprechende Bowie-Video sehen. Und es ist auch ein Motiv, also das Lied handelt von einer Frau, die von ihrem Fernseher aufgefressen wird. Und der, also medialer Overkill, sozusagen. Genau. Ne? Das heißt, das Lied ist quasi eigentlich so ein bisschen so ein satirisches, das ist ein lustiges Lied. Ja. Und es klingt aber auch so. Ich habe jahrelang auf meinem Fernseher unten habe ich mit Letraset TVC 1.5 drauf, ja, sehr schön, geklebt gehabt. Ja. Und die Nummer ist aber einfach eine schön beschwingte, mit diesem so Honky-Tonky-Klavier irgendwie da, ja, immer. Und das ist, also ich habe die Nummer... So, jetzt mal. Ups, da ist jetzt... Ups, und da war der Akku alle. Da war ein Cut. Sowas. Ja, da war Akku, Absicht. Akku war alle, wir mussten jetzt mal... Wir wollten euch irritieren. Ja, wir experimentieren auch mit Formen. Das war jetzt mal dieses, ja, Akku ist alle Schnitt. Warte, einen Moment, verstört. Schocker, oder? Ja, das hat euch jetzt auch... Boische Verfremdungstechnik. Wo waren wir denn gedanklich stehen geblieben? TVC 15. Er wurde live oft gespielt. Er hat es auf der Isola-Tour gespielt. Genau, also so hieß die komischerweise Isola. Später hat er, glaube ich, seinen eigenen Plattenfilm auch Isola genannt. Ja, glaube ich auch. Und die, das ist Spanisch für Insel, kann das sein? Die, oder Isolation. Und auch Ei und Solar, Sonne, ich bin mein eigener Kosmos, keine Ahnung. Also, liebe Freunde, Interpretation gerne. Die Stage-Tour, die Tour zu Heroes und Low, hieß ja Isola 2, nicht besonders einfallsreich. Mhm. Er hat es auch bei Serious Moonlight gespielt, er hat es auf der Sound Vision Tour gespielt. Ja. Da hat er dann Saxophon dazu schräg geblasen. Mhm. War einer der ersten Songs. Er hat auch mit TVC 15, wenn du dich erinnerst, sein Live-Aid-Set angefangen. Ja, stimmt. Das war sehr, sehr mutig, fand ich. Ja, weil das... Ich meine, er kam raus, David Bowie ist da auch. Ja, da kommt die Nummer, die gar nicht so viele kennen mit und jedem die auch Scheiß gar nicht angefangen, so richtig super catchy ist. Aber lustig war das für eine weltweite Mega-Live-Fernsehübertragung. Ja, ja. Einfach wegen dem Fernseher-Bildschirmbild. Das stimmt. Dafür war es ganz wichtig. Stimmt, da habe ich noch überhaupt nicht rumgemacht. Ja, ist auch ein Fernsehereignis gewesen. Von daher war es natürlich insofern ein Fernsehlied. Ach Mensch, wenn ich den Podcast nicht machen würde, ich werde dumm sterben. Das ist, du bringst immer Sachen, auf die ich nicht gekommen bin. TVC 15, ja, einfach ein lustiges, schönes Honky-Tonky. Lied. Ja, das und da habe ich hier, genau. Da das kann man aber auch echt mal brauchen auf diesem ganzen genau, düsteren Station to Station. Da habe ich die Single, die Picture Disc, die Single, die zum Record Store Day rauskam. Ja, schön. Und auf der Rückseite ist Wild as the Wind. Ist er nochmal da in dieser nachdenklichen Pose mit den roten Haaren aus dem Film Der Mann, der vom Himmel fiel. The Man Who Fell to Earth. Dann kommt Stay. Stay. Ich liebe Stay. Stay ist einer der großartigsten Songs, weil er verbindet für mich auch wirklich diese Funk und Rock und ja, Earl Slick und Carlos Alomar. Also hast du dieses Interview noch nicht gesehen bei YouTube, wo der erzählte, wir haben da diesen Akkord genommen, der ist eigentlich James Brown, und den haben wir jetzt mal, den haben wir ins Rock'n'Roll reingeholt und sowas. Sehr, sehr, sehr cool. Das ist eine tolle Nummer. Auch eine Nummer, die
Ja, wie gesagt, es ist noch dieses Young Americans ist noch irgendwie drin, dieses Funkige. Es ist aber auch schon so, diese European Angst ist schon irgendwie drin. Bitte bleib, geh nicht Ja, weg. geh Auch nicht diese weg. Paranoia, was man haben kann, wenn man zu viel von dem weißen Zeug Genau, es ist ein hat. bisschen so eine Paranoide, geh nicht weg, bleib da. Man weiß nie, wann der andere gehen will oder bleiben will, was man sagen soll. Ja, um das geht es natürlich so Und ein es bisschen. rockt wie Hulle. Also Ja, es ist super Funk, es geil. rockt wie Hulle. Es ist einer Stay. Und dann ganz, singt er auch singt so fantastisch geil, ja. dabei. Ich finde es so Also spitze. Stay ist Premium. Premium, absolut. Premium-Produkt. Wild as the Wind. So. Ja, das ist auch für Wahrscheinlich die beste Coverversion, die die Bowie er je gemacht hat gemacht und auch für hat. mich definitiv unter den Top 5 wahrscheinlich. Ist im Wild as Grunde, the glaube ich, einfach ein Liebeslied. Das Liebeslied aus einem Ja. Film, dessen Titel mir jetzt gerade entfallen ist. Ja. Es wurde auch gecovert von Nina Simone. Ich glaube, in dem Ja. Film wird es sogar auch von Nina Ja. Simone gesungen. Ja. Schöne Version, aber Bowie macht da einfach sein eigenes Ding draus und hat diese Phaser-Gitarre, diese geflanschte Gitarre, die auch so Und ein, singt sich die singt Seele aus sich dem Leib. Und durch. zwar Ganz wunderbar. schön. Also, der hat rumgeschrien, sich die Seele aus dem Leib hat er immer schon. Aber einfach jetzt auch als Sänger. Also, man hat David Bowie, glaube ich, nie wieder so als Sänger gehört wie in diesem Lied. Und ich fand das auch toll, wie er, wann war das? Er hat diese Live-CD, ich glaube 2003 oder 2. Da wurde es nochmal gesungen hat, für BBC. Auf seine alten Tage, bevor er sich dann von der Bühne zurückgezogen hat, hat er das nochmal gesungen. Und da war ich echt erstaunt, dass er es konnte. Weil das ist wirklich eine Herausforderung, sängerisch. Ganz, ganz groß. Damit hat er angefangen auch. Ja. Damit hat er Glastonbury angefangen. So, Mit ja, genau. Wild. Da hat er noch diese langen Haare Ja. gehabt, diese Fast wie Fast be the man who sold the world, genau. genau, diese langen Locken, wo immer er die her hatte. Man Ja. fragt sich ja Ach, da auch, hat er ja Beziehung. wo hat er seine Ja, Haare eigentlich? Sagen die mal, wo haben genau. sie ihre Haare hergeholt? Wo lassen Sie Ihre Haare Also für Bowie persönlich wachsen? war es eine dunkle, dunkle Zeit. Für uns können wir nur sehr dankbar sein, dass er diese Platte, das Ganze drumherum zu dieser Platte geführt hat, weil Ja. es ein absolutes Meisterwerk ist, ein Must-Have. Ich gucke noch mal. Und jetzt muss ich natürlich Ja. sagen, das ist hier ja auch drin. Der Produzent damals, dieser, wie heißt der, Harry? Harry Aslin. Maslin, glaube Harry ich. Maslin, Genau. genau. Der hat vor ein paar Jahren dann die Platte nochmal neu gemixt. Ja, und das Und hast das du ist da mit. drin. Und ich Ja. habe das zum ersten Mal irgendwie bei Apple Music, habe ich das mal gehört. Und das ist mir ja, also ich habe das im Auto gehört und ich war platt. Weil diese Platte, die ich immer schon mochte, jetzt plötzlich noch geiler klang. Der hat einfach ein bisschen von dem etwas zu viel Hall weggelassen. Hat den Bowie ein bisschen mehr in den Vordergrund Ja. gerückt. Und so wie er die Band abgemischt hat in diesem neuen Remix von, ich weiß nicht, welches Jahr das war, klingt diese Band plötzlich wie eine Band, die heute spielt. Ich finde, die klingt Ja, viel, ja. viel, viel jetztzeitiger. Und die Platte ist viel intensiver, direkter und noch geiler geworden, dass Ja. ich für mich beschlossen habe, ich höre die nur noch in diesem Remix. Das ist also ein Tipp, wenn ihr irgendeine Chance habt, diesen Harry Maslin Remix zu hören, der ist es. Wow. Wie ein weggezogener Schleier, wie in dieser Waschmittelwerbung, wo die immer den Grauschleier Ja, wegziehen. der So. Remix ist auf jeden Fall auch auf der Who Can I Be Now, in Ja, dem Who Can da I habe Be ich sie. Now Boxset dabei. Ja. Die alte Version und die neue Version. Ich höre Station to Station gerne im 5.1 Mix. Ja. Er ist nämlich in 5.1 aufgenommen, das wusste man damals, wusste ich gar nicht, aber es ist Dann fährt der Zug um dich rum. der fährt der Zug um mich rum. Young Americans ist auch in 5.1 aufgenommen. Ja. Man hört es alles ein bisschen definierter, aber für mich, ich finde es halt toll, wenn man wirklich einen Surround-Mix macht, hat man dann halt wirklich halt auch ein paar Effekte. Und die hast du da. Und zum Beispiel bei Stay, die verschiedenen Gitarren, die so miteinander, so Fame-mäßig, so ein bisschen hin und her, das ist Ja, schon schön ganz aufgedröselt großartig. sind der Genau. Mix. Dann Ja. ist bei diesem Boxset dabei, das gibt es aber auch mittlerweile auch regulär, ist auch in dem Who Can I Be Now Boxset mit dabei. Die Aufnahme vom Nassau Coliseum von 76, also die Eisler-Tour, ein komplettes Konzert. Es ist eigentlich ein komplettes Konzert. Es ist nichts anderes als ein Bootleg. Es ist genau wie Santa Monica 72 als Bootleg erschienen ist und mittlerweile offiziell erschienen ist. Es ist die offizielle Veröffentlichung eines Bootlegs. Das ist aus dem Publikum aufgenommen, glaube ich, oder aus dem Pult. Klingt okay, ist nicht Hightech, aber kennst du das? Das Ich habe das noch nicht richtig angehört, nee. ist ganz schön. Das ist schön hier gemacht auch. Das ist in diesem Format dann halt, hier sind die
CDs und. Hast du auch irgendwo dieses berühmte Bogenfoto da drin? Das suche ich überall. Ah, die Archer. Das Archer-Foto, das muss es. Es gibt zwei Bilder, die ich unbedingt gerne als Poster hätte. Mhm. Das ist das Archer-Foto mit dem. Also mit dem Mikrofon macht er so eine Bogenschützen-Pose im Profil schwarz-weiß, sieht unglaublich toll aus. Ja. War, glaube ich, auch, nachdem er jetzt tot war, ganz groß irgendwo in New York. Ja, am Times Square. Projiziert und sah fantastisch. Das ist ein ganz tolles, ikonisches Bild. Ganz großartig. Da sieht man auch, dass er auch Pantomime wünscht. Hat sich doch gelohnt, die Pantomime auch. Hat sich doch. Hier und da. Und das andere, was ich suche, ist nämlich das Werbeplakat zu Fashion. Da haben wir, glaube ich, bei Scary Monster schon drüber gesprochen. Da steht er so als Clown. Und es ist aber auch so gemeint, und er guckt so auf die Hand oder guckt auf die Kippe. Ganz großartig. Das war ein Werbeposter. Suche ich auch, wie bekloppt. Jetzt gucken wir nochmal, was hier noch drin ist im Boxset. Mehr müssen wir über die Station to Station eigentlich nicht sagen. Das ist fett. Da sind Bilder drin. Alle möglichen Werbesachen. Eine unglaublich tolle Band auch auf dieser Platte. Ja. Und richtig, das ist so richtig auf den Punkt gespielte innovative Rockmusik. Also Manuel, ganz platt. Das ist das, was dann als Vorfilm lief. Genau. Andalusische Hund. Der Andalusische Hund. Da sind Fotos dabei, zum Beispiel, die David Bowie gemacht hat. Die konnte man auch bei der David Bowie Is-Ausstellung sehen. Also er hat Kreuze und was ist das noch? Was anderes noch fotografiert. Ach, da ist auch dieses berühmte Aura-Foto. Das Aura-Foto. Da hat er doch mal irgendwie vor und nach dem Koksen dann irgendwie so seine Aura fotografiert. Genau. Also er hat... Das sind aber Fotos, wenn du kein Spiel für das Fettnäpfchen ausgelassen. Das sind Fotos, die später dann auf der Outside wieder auftauchen. Ja. Also er war praktisch eine Ein-Person-ESO-Messe in der Zeit und hat trotzdem so eine tolle Platte gemacht. Und das war das ursprüngliche Cover, was ihm wohl aber dann nicht stylisch genug war, beziehungsweise nicht schwarz-weiß genug. Ja. Das ist einfach das Wort. Stimmt. Und was haben wir denn noch? Erzähl doch mal weiter. Tolle Box, aber natürlich wahrscheinlich unbezahlbar. Die ist jetzt unbezahlbar. Da! Der Archer! Nee. Ach, da ist dieses wunderbare, wo das Kamala-Dings dahin macht. Das sieht man jetzt nicht, aber in diesem Outfit. Und dieses Outfit ist, das zieht sich durch sein Schaffen durch. Das taucht so ähnlich in das Glass Spider-Tour in den 80er auf. Und vor allem, es ist sein Abschiedsgruß an uns. Im letzten Video, Lazarus zur Black Star-Platte. Das letzte Bild ist wie David Bowie auf seine alten Tage mit 69 und quasi todkrank. In diesem Original-Outfit, wahrscheinlich vom Archivar nochmal angeschleppt. Rückwärts in einem Kleiderschrank verschwindet und dann da ist weg ist. Und da ist er immer noch. Da ist er heute noch. Was haben wir hier noch? Ja. On Stage, das ist so eine Promo-Sache. Ach, das ist auch ganz nett gemacht hier. Das ist so wahrscheinlich so die Replika der Promo-Mappe. Ja. Die so ein paar Fotos. Dann schreibt jetzt halt doch das endlich mal ins Bild. Ja, da ist der Spiegel. Biografie, also das, was die Leute vor Ort von den Pressematerial. Pressematerial. Was ich schon immer über David Bowie wissen wollte. Genau, es sind zwei. Ach, guck mal, wie viele. Buttons. Buttons, damit haben wir uns in den 80er Jahren die Jacken kaputt gemacht mit. Ja. The Man Who Fell to Earth. Super. Kann man das sehen? Ja. Nein. Und Garzon ist noch so ein Beutelchen mit Koks, oder? Ja. Achso, da will ich jetzt nicht sagen. Ein Aufkleber. Ah, guck mal, hier auch so ein bisschen Kabbala-mäßig hier. So. Das ist so ein Touraufkleber hier von Crew. Black Star schon wieder, angedeutet, ein Stern. Ja, das hängt alles zusammen. Da ist noch eine Karte von dem Nassau Coliseum Konzert, wo auch hier sogar angeriffelt ist. Ist also nicht benutzt worden. Es ist wahrscheinlich nachgemacht. Oh, jetzt so fake. Oh, der ganze Scheiß raus jetzt. Da kommt noch diese Mappe. Ja, du machst es einfach jetzt nur neidisch, oder? Ich mach dich vor allem jetzt. Ja. Diskografie und halt so repliziertes Zeug, das den Preis von mehreren. Was hat die denn gekostet, als sie noch bezahlbar war? Ich glaube 100 Euro. Ah, ja, klar. 100 noch was? Oder vielleicht 100, lass es 150 gekostet haben. Ja. Und jetzt ist sie doch. Ich will es nicht wissen. Es ist. Ja. So, ist ein schönes Ding. Ja. Aber ich kenne jemanden, der es hat. Und aber so, man muss einfach überlegen, vielleicht kommt sowas auch von der Low raus und vielleicht. Ne? Also, ich muss es einfach so zusammenfassen. Ich bin immer wieder, auch wenn ich sie höre, immer wieder schockiert. Wie perfekt diese Platte ist. So sehe ich das wirklich. Ja. Ich finde das einfach absolut faszinierend. Da stimmt aber auch das Team. Die Musiker haben ihn offensichtlich richtig gut getan. Ja. Und verrücktes Ding. Hört euch das an.
Und dann macht euch locker, wenn ihr irgendwas nicht versteht, was er singt, halb so wild. Ist nicht so schlimm. Ne? Ihr habt ja noch ein paar Jahre vor euch, da könnt ihr euch damit beschäftigen. Kauft euch das Buch von Nicholas Beck, The Complete Bowie. Ja, da steht schon, alles drin. Da müsst ihr unser dummes Zeug hier. Glaubt nicht, dass er wirklich Satanist war. Ich glaube das auch nicht. Er hat mit allem Scheiß gespielt. So, er hat geguckt wie Sau. Das ja, ist, eben natürlich. Das ist ja einfach, quasi schon fast wie Satanismus. Naja. Und liebe Kinder, und darauf das folgt ist nicht garantiert, dass ihr mit Koksen auch so eine Mutter hinkriegt. Nein, also lasst es lieber sein. Nein. Ja, darauf folgt die Low auf diese Platte. Jetzt nicht beim nächsten Podcast, aber wie gesagt, es ist als im Kontext des Gesamtwerkes zwischen der Young Americans und der Low, muss man sich überlegen, dass da eigentlich nur ein Jahr dazwischen lag, zwischen dieser Soul-Platte und dieser Elektronik. Das war aber der Punkt, wo Bowie selbst sagte, wenn ich das irgendwie überleben will, meine Karriere, dann muss ich hier raus aus L.A., ich muss weg aus Amerika, ich muss irgendwo hin, wo ich von meinen Drogen runterkomme, gehe ich doch mal nach Berlin. Warum nicht? Da gab es ja wirklich keine Drogen. Kaum. Aber es war halt der Plan. Ne? Man macht's. Ja, natürlich ist dann aus Station to Station das Lied, das er dann bei Christiane F. Wir Kinder vom Bahnhof spielt. Fast. Was ja im Film angeblich in der Deutschlandhalle ist, aber das, man sieht, es ist nicht in der Deutschlandhalle, also die Aufnahmen vom Publikum, aber er selber, ich glaube, es ist in New York irgendwie aufgenommen. Es hat ja jeder richtige, ordentliche Rockstar, hat ja so in seiner Biografie so einen Punkt, wo er sagt, da bin ich echt heute noch verwundert, dass ich das überlebt habe. Ja. Und das muss bei Bowie diese Zeit gewesen sein. Also, auch wenn man bei YouTube Fernsehauftritte aus der Zeit sieht, da gibt es 2, 3, komplett. Die sind schmerzhaft anzuschauen. Ja. Weil das ist, da ist so ein Drogenwrack auf Stelzen mit Rouge im Gesicht und singt toll, ist auch erkennbar Bowie, aber also es gibt ein Golden Years, wo man den Eindruck hat, er würde gerade zum ersten Mal das Lied hören und dazu so ein Playback machen und gleich von der Bühne fallen. Also das war echt, da war nicht viel los mit ihm und toll, lieber David, dass du es da ausgeschafft hast. Genau, und toll, dass diese Platte uns für die Ewigkeit bleibt. Ja, ganz im Ernst, ein Meistermärsch. Haben wir jetzt mehrfach schon gesagt, ist aber so. 11 von 10 Punkten. Für immer. Ja. Wir sehen und hören uns beim nächsten Podcast. Ja. Es gibt noch viel zu erzählen. Ja, wir bleiben dran beim Telekolleg. Bowie.